Hey Clasher, RADOS 16 bringt viele neue Feature mit sich und das bedeutet, was ist denn jetzt die Priorität? Was solltet ihr als erstes freischalten, wenn ihr auf RADOS 16 geht von RADOS 15? Was ist das erste Gebäude? Was ist die erste Verteidigung? Was ist der beste Held, den ihr am Ende priorisieren solltet? Dafür habe ich doch einfach mal absolut alle Zahlen zusammengefasst von Gebäuden, Helden und so weiter und geschaut, was am Ende am wichtigsten ist. Kleiner Fun Fact, dieses Update im Vergleich zum RADOS 15 Update sind 130 Millionen Gold weniger, 120 Millionen Gold weniger im Elixier und 8,2 Millionen dunkles Elixier weniger, was es an sich etwas angenehmer macht. Falls ihr trotzdem einen kleinen Boost haben wollt, was den Fortschritt angeht und falls ihr euch Angebote kaufen solltet aus dem Ingame-Shop, dann sehr gerne mit einem Creator-Code eure Lieblings-Creator unterstützen und falls ihr Guides wie diesen oder allgemein meine Videos feiert, sehr, sehr gerne mit Creator-Code dazu. Aber lass uns doch direkt anfangen mit den ersten Gebäuden. Labor sollte natürlich offensichtlich als erstes geupgradet werden. Danach die Schmiede, die Kaserne, falls ihr es noch nicht getan habt, und natürlich auch das Begleiterhaus nicht vergessen, denn der neue Fuchs hat es auf jeden Fall in sich. Bombengirme danach sind die erste Verteidigung. Weswegen? Nun ja, muss raus, also das muss geupgradet werden, wegen den Superbogenschützen Zeppelin. Ansonsten ist euer Dorf sehr, sehr einfach dafür. Wir machen direkt weiter mit den neuen Fusionsverteidigungen. Die neue Kanone ist hierbei meiner Meinung nach ein Ticken stärker und sollte deswegen zuerst priorisiert werden. Hierbei natürlich erstmal direkt die erste Kanone auf Level 1, direkt die zweite Kanone hinterhergezogen auf Level auch 1 und danach könnt ihr euch erstmal an die Multi-Bogenschützentürme setzen, also die Fusionsverteidigung der Bogenschützentürme. Wichtig hierbei ist, dass sowohl Kanonen als auch die Bogenschützentürme maxed out auf Radostufe 15 sein müssen, damit ihr diese Fusion überhaupt erst machen könnt. Ansonsten geht das Ganze nicht. Sobald ihr diese ganzen Fusionen gemacht habt, das heißt, ihr habt zwei Kanonen und zwei der Bogenschützentürme, also zwei Querschlägerkanonen, zwei Multibogenschützentürme, sobald ihr die habt, könnt ihr auch die direkt auf Level 2 ziehen, denn die sind auf jeden Fall nicht schwach und dementsprechend oben auf der Prioritätenliste. Seht aber, wir haben noch einiges vor uns. Das heißt, wir machen direkt weiter und zwar mit den X-Bögen. X-Bögen, grundsolide Verteidigung, sollte immer ganz vorne mit dabei sein und genau deswegen machen wir das. Allerdings kommen auch viele Lufttruppen und um mit den Elektrodrachen, Superdrachen, Drachen, Drachenreiter und Co. irgendwie den Riegel vorzuschieben, brauchen wir Luftverteidigung. Danach Magierturm, Handboden kann Luft angreifen, vor allem gegen Ballons sehr, sehr gut, dementsprechend eine gute nächste Wahl. Ansonsten natürlich noch der Minenwerfer. Minenwerfer ist allgemein nicht schlecht, nicht die beste Verteidigung, aber vielleicht von der Priorität einen Ticken höher, falls ihr viel in Turnieren unterwegs seid und dort viel das Katapult, also der Flinger, gegen euch benutzt wird, die Belagerungsmaschine. Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr komischen Thema und das sind die Lager auf RADOS 16. Denn bisher waren die Lager immer mit die ersten Gebäude, die ihr upgraden solltet auf jeder RADOS-Stufe. Auf der RADOS-Stufe 16 ist das Ganze anders, denn wir sehen hier dabei, die neuen Verteidigungen, das sind die, die mit am teuersten sind und die kosten nur 22 Millionen. Und das ist bereits die Lagerkapazität, die ihr habt von RADOS 15. Das heißt, ihr braucht diese ganzen Lager nicht, das dunkle Lager, das Goldlager, natürlich eben auch das Elixierlager. Die braucht ihr eigentlich nicht wirklich, um jeweils im Spiel voranzukommen. Das heißt, für all diejenigen, die viel Geld ausgeben mit Runen und so weiter, lohnt es sich auf jeden Fall. Für alle Spieler, die das Spiel normal spielen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, einfach die Lager erstmal links liegen lassen und das gilt für mit oder auch ohne Goldpass. Ansonsten seht ihr einmal hier alles wunderbar aufgereiht, alle Gebäude, die mit dem Update freigeschaltet werden und die natürlich auch dann in der richtigen Reihenfolge rausgehauen werden müssen. Dieses Dokument findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, falls euch die Zahlen zum Beispiel aktuell zu klein sind und falls ihr das Ganze noch ein bisschen genauer anschauen möchtet. Machen wir weiter mit der nächsten Kategorie und das sind die Helden. Hierbei natürlich würden wir nach dem dunklen Elixier gehen, die Königin zuerst. Gladiatoren finde ich danach immer relativ angenehm, vor allem mit dem Fuchs wird sie gefühlt noch stärker und der König dann als letztes. Elixier ist nochmal separat, und zwar der Wächter. Der Wächter meiner Meinung nach der stärkste Held, vor allem mit den neuen Ausrüstungen, die wir uns gleich anschauen werden. Das heißt, die Kosten hier auf jeden Fall gar nicht mal so niedrig, denn mit 5 Leveln pro Held ist das Ganze auf jeden Fall spürbar. Das nächste allerdings, was vielleicht noch interessant ist für euch, die Heldenpotion sollten überarbeitet werden. Das heißt, anstatt dass ihr ab jetzt mal plus 5 Heldenlevel habt, ist es ab jetzt so, dass ihr Max-Heldenlevel für euer jeweilige RADOS-Stufe habt, was ein riesiger Gamechanger ist. Das bedeutet, das ändert so ein paar Interaktionen auf jeden Fall.
Das nächste, was wir natürlich machen werden, ist dann hier das Begleiterhaus. Und hier ist jetzt eben die Sache. Ich würde häufig sagen, normalerweise den Fuchs zuerst auf jeden Fall auf Max bringen. Da aber ihr das neue Begleiter oder dass ihr natürlich die neue Potion habt, die euren Fuchs direkt auf Max bringt, währenddessen die Begleiter in der Defensive nicht da sind, aber die Helden schon, würde ich immer zuerst die Helden priorisieren und dann den Fuchs machen. Wichtig ist aber den Fuchs freischalten. Ganz, ganz wichtig. Falls die Potion nicht so funktioniert, wie Supercell es möchte und es weiterhin nur diese plus 5 Level sind, dann auf jeden Fall den Fuchs erstmal auf Level 5 bringen. Am Ende, wir kennen es alle, ist ein Spielefehler im Spiel. Von daher hoffen wir, dass es am Ende so funktioniert, wie Supercell sich das vorgestellt hat. Machen wir weiter und zwar mit dem Labor, nicht den Upgrade als Gebäude, sondern eher was da drin ist. Denn das Labor sollte euer erstes Upgrade an Gebäude sein, nachdem ihr den Knopf gedrückt habt und auf Rathaus 16 gegangen seid. Die Forschungen da drin, die haben es auf jeden Fall in sich. Zwar keine Blasenmaschine, aber Truppen fürs Dunkelelixier, Zauber und natürlich eben normale Truppen. Hier war allerdings ganz wichtig zu sagen, es gibt kein richtig und falsch, Leute. Je nachdem, was ihr gerade spielt, solltet ihr auch upgraden. Meine Empfehlung für Luft wäre Elektrodach und Ballons. Das ist immer eine grundsolide Kombination. Vor allem braucht ihr dafür kein Dunkelelixier. Und falls ihr das Ganze zum Beispiel so wie mich oder so wie ich angeht, und eher so der Queen Charge oder der Bodenangreifer seid, kann ich euch auf jeden Fall die Wurzelkriegerin empfehlen. Wie gesagt, ich spiele sie mit dem Queen Charge zusammen, deswegen sind für mich auch die Heiler oder Mauerbrecher wichtig. Währenddessen, wenn ihr das Ganze als Spam spielt, dann einfach die Wurzelreiterin zuallererst und danach erst die restlichen Sachen. Am Ende, wie bereits gesagt, upgradet das, was ihr gerne spielt oder auch gerne das, was ich allgemein über die nächsten Wochen und natürlich Monate raushaue an Guides. Das könnt ihr natürlich auch gerne dann jeweils nachspielen, beziehungsweise dann auf jeden Fall selber spielen. Aber das bedeutet, wir kommen weiter zu den Ausrüstungen. Was ist jetzt dort das Beste, was ihr machen könnt? Nun ja, solange keine epischen Ausrüstungen bisher da sind, solltet ihr einfach bei den normalen Ausrüstungen das benutzen oder das upgraden, was ihr gerne benutzt. Denn ab jetzt geht das Ganze für euch auf Level 18. Sobald die epischen Ausrüstungen da sind, würde ich die fast immer priorisieren, denn die gehen auf jeden Fall auch ein höheres Level, sind dementsprechend auch stärker. Das bedeutet am Ende geht es wieder um euch. Es geht wieder darum, was ihr am ehesten spielt. Allerdings gibt es zwei Ausrüstungen, die ich fast immer empfehlen würde, aktuell mit noch keiner epischen Ausrüstung. Das bedeutet, einerseits den Vampir-Schnurrbart, muss ich sagen, den feiere ich einfach extrem. Ich finde das Konzept dahinter so, so cool. Dementsprechend werde ich den auf jeden Fall mit als erstes hochziehen und natürlich dann das ganz andere noch für den Wächter. Und zwar hier ist es die Heilungsaura, die ich auf jeden Fall direkt hochziehen werde. Denn das passt zu fast jeder Strategie. Unfassbar gut, unfassbar geil, unfassbar stark. Das sind wahrscheinlich so meine beiden persönlichen Favoriten. Aber am Ende, wie bereits gesagt, kommt es darauf an, was ihr am ehesten spielt. Und es gibt auch hier wieder kein richtiges richtig und falsch, sondern spielt das, was am Ende euch am meisten Spaß macht und was am Ende für euch funktioniert. Hier habt ihr nochmal absolut alle Zahlen. Ich weiß, es sind viele Zahlen und falls ihr euch sagt, Leute, ich möchte das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen, das Dokument, wie bereits gesagt, mit allen Upgrades ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten hoffe ich auf jeden Fall, dass ich euch ein bisschen erklären konnte, wie ich das auf jeden Fall machen werde von den Upgrades und wie ich das euch auch natürlich auch empfehlen würde. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns natürlich dann morgen im nächsten Clash-Video wieder zurück. Denkt an diesen Kanal zu abonnieren. Bis dahin rein. Ich wünsche euch was und natürlich tschö.